In diesem Clip wird das H5P-Tool Image Hotspots erklärt. Es eignet sich, um neue Informationen zu beliebigen Themen multimedial für Lernende zur Verfügung zu stellen. Als Grundlage dient ein Hintergrundbild, dem die sogenannten Hotspots hinzugefügt werden. Dort werden Informationen in Form von weiteren Bildern, Videos oder Texten hinterlegt. Die Schülerinnen und Schüler können sich mit diesem Tool selbstständig zu Themen informieren und es ist möglich, weitere H5P-Interaktionen zum gleichen Thema hinzuzufügen. Nun zur Erstellung der Hotspot-Images. Der Aufbau der Seite dauert wegen der Weiterleitung möglicherweise einen Moment. Auf der H5P-Ebene suchen Sie das Tool Image Hotspots aus und klicken auf den Button Details, dann auf Benutzen. Sie beginnen mit der Vergabe des Titels. Als Beispiel wähle ich hier Der Aufbau des Baumstammes. Ich habe das Aufgabenformat Image Hotspots mit angegeben. Mit dem Hinzufügen-Button fügen Sie das Hintergrundbild ein, auf dem die Hotspots verteilt werden. Füllen Sie auch die Angaben zum Urheberrecht aus. Im Netz stehen Millionen freier Bilder zur Verfügung, zum Beispiel bei Pixabay.com. Das Feld Alternativtext zur Bildbeschreibung dient der Barrierefreiheit, zum Beispiel für blinde Menschen, die ein Vorlesegerät nutzen. Das Hotspot-Icon gestaltet das Aussehen des eigentlichen Hotspots. Dafür können entweder sehr kleine Bilddateien, kleiner als 6 Kilobyte, verwendet werden, oder Sie wählen eine vordefinierte Form aus, wie ein Plus oder ein Fragezeichen. Die Farbe legen Sie ebenfalls selbst fest. Jetzt werden die Hotspots einfach auf das Hintergrundbild gesetzt. Dazu bietet es sich an, das Bild mit einem Klick auf die Lupe zu vergrößern. Dort, wo Sie die Maustaste loslassen, erscheint der Hotspot. Wenn der Befehl Überdecke das gesamte Hintergrundbild angeklickt ist, geschieht, was beschrieben ist. Für die Anwendung an größeren Bildschirmen bietet es sich an, den Haken nicht zu setzen. Die Kopfzeile gibt die jeweilige Überschrift zum Hotspot an. Unter Inhaltsobjekt wählen Sie aus, ob Sie einen Text, ein weiteres Bild oder ein Video hinzufügen möchten. In den nachfolgenden Feldern wird die jeweilige Information oder das gewünschte Medium hinzugefügt. Mit Item hinzufügen können Sie weitere Informationen zum Hotspot erzeugen. Nach der abschließenden Aktualisierung gelangen Sie zurück in die Mediathek und können Ihre Aufgaben verwalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.